Vor kurzem gab es ein erstes Screening seitens Disney, welches ausgewählten Personen erstes Bildmaterial zur kommenden letzten Episode zu Star Wars zeigte. Doch entgegen viele andere freuen mich die gegebenen Beschreibungen nicht, sondern füllen mich mit ein wenig Unbehagen. Beginne ich einmal mit den Beschreibungen zu Kylo Ren. Dieser soll scheinbar doch nicht seine Maske repariert haben, dafür aber erneut den Helden von seinem Großvater anbeten. Warum ich mir deswegen Gedanken mache? Das ist ganz einfach. J.J. Abrams ist bekannt für seine Fähigkeiten, Reboots, also Neustarts von Serien bzw. Filmen umzusetzen. Und genau hier liegt seine Stärke, weil er weiß, mit der Nostalgie des Zuschauers zu spielen. Einen wirklich eigenen Film, der auch dementsprechend gut war, blieb aber bisher weitestgehend aus. Das perfekte Beispiel dafür ist und bleibt der Start der Sequel-Trilogie, das Erwachen der Macht. Der Film setzt eigentlich fast nur auf Nostalgie, indem er altbekannte Konzepte, die bereits damals gut funktionierten, wieder einführt und Charaktere zurück in alte Rollen wirft. Rian Johnson hat dann mit dem darauf folgenden Kapitel, Die letzten Jedi, das Rad komplett gewendet. Er zog Charaktere in Richtung, die wir so nie erwartet hätten, er tat das, was Star Wars bitter nötig hatte. Etwas Neues. Und genau hier liegt der Punkt. Ben hat im genannten Film einen so starken Character-Arc durchlebt, in welchem er sich von Vader loslöste, siehe die Symbolik der zerbrochenen Maske, hinter der er sich sonst immer versteckt hatte. Durch die scheinbare Wiederkehr der Obsession mit Vader wird dieser Akt des Films komplett ignoriert und Kylo Ren verliert wieder an Individualität. Natürlich könnte ich auch falsch liegen und der Kill zu Beginn des Filmes vielleicht sogar in dieser Szene endgültig mit Vader abschließen und die Box ein letztes Mal schließen. Eine weitere Sache, die mich beunruhigt, ist, dass wir rein gar nichts von den Knights of Ren gehört haben. Diese wurden in Episode 7 nun mal durch die Machtvision als etwas scheinbar Wichtiges dargestellt und durch die dann noch eher überdramatisierte Aussage Snokes als noch wichtiger markiert. Wenn es mich auch nicht sehr stark stören würde, wenn sie eben nicht im Film sein sollten, so wäre es meiner Meinung nach dennoch eine verspielte Chance auf die Einführung mehrerer interessanter Charaktere. Hier möchte ich noch einmal kurz auf die Website meines Partners, dessen Link ihr in der Beschreibung findet, aufmerksam machen. Dort bin auch ich mal mehr und mal weniger aktiv und bin gerne bereit, mit euch zu diskutieren. Neben diesen Diskussionen findet ihr hier aber auch alle aktuellen News zum Gaming im Überblick. Also schaut doch mal bei Haferlänge vorbei. Aber jetzt weiter mit dem Video. Auf der anderen Seite muss man aber auch über die Sachen reden, bei denen ich mit meiner Interpretation auf sehr interessante Szenarien komme. So zum Beispiel die Bildbeschreibung des verlassenen Hangars und Finn, der sich in ein ebenso verlassenes Schiff begibt. Das könnte, wenn ich nach meiner Interpretation gehe, ein gekonntes Zusammenspiel von Nostalgie und guter Story werden. So stelle ich mir vor, dass der Widerstand dringend Güter braucht, von Schiffen bis hin zu völlig anderen Dingen. Eben diese sollen nun aus verlassenen Basen gefunden werden und ein wenig Mystik zum Film hinzufügen. Die Tatsache, dass wir dann auch endlich die Helden der Sequel zusammen sehen werden, würde die ganze Sache nur noch verbessern. Zusammengefasst kann man also sagen, dass wir manche Bilder Hoffnungen machen, aber eben andere auch Angst, auf dass JJ wieder nur den Nostalgiezug aufheizen wird. Schreibt mir doch mal eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video.